Oh Gott, oh Gott. Hallo? Ey, komm! Verarschen kann ich mich selber, ey! Was soll der Scheiß? Wieso? Ey, okay, ich schlag das jetzt gleich hier irgendwo im Duden nach. Unwasted Motion und Hä? Hilft mir das weiter? Nein. Was ist Unwasted Motion? Also, hä? Ich hab keiner. Ich weiß es nicht. Wieso kriege ich die ganze Zeit diese Scheißwaffe? Okay, dann warten wir mal. Warten wir einfach mal. So. Seid ihr da und jetzt könnt ihr sterben. Na super, das Ergebnis von ihr seid ihr da und jetzt könnt ihr sterben, ist mein Tod. Wow. Habe ich jetzt wenigstens Wasted Motion oder was man auch immer braucht, damit man diese Dreckscheiße nicht bekommt? Ich habe null Ahnung. Null. Was muss ich machen, damit ich Grace bekomme? Beziehungsweise, was muss ich machen, damit ich es nicht erleiden muss? Ich habe keine Ahnung. Wenn das von euch, wenn das von euch zufällig einer weiß, schreibt es bitte rein. Irgendwo in die Kommentare oder so. Damit ich mir was, mal... Ja, nach rechts! Ja, ja, jetzt nach rechts! Natürlich, jetzt nach rechts! Jetzt, wenn sie jetzt das Item nicht erhalten wollen, ja, das war Absicht. Harakiri-Technik, bei dummen Idioten hilft nur Harakiri. Alter, ich verstehe es nicht. Das wären garantiert halbwegs akzeptable Runs geworden. Aber, na endlich, es geht ja doch noch. Wow. So, wieso hat das jetzt so lange gedauert? Und was zum Teufel ist Unwasted Motion? Ich weiß es nicht. Ich wüsste es gerne. Unwasted Motion? Was soll das sein? Ja, mir soll es egal sein. Mit 6 Leben und jetzt halt irgendwie überleben, damit ich nicht nochmal auf Grace gehen muss. Das wäre ganz geil. Ja. Uhrzeit, ich weiß nicht, 20 Minuten vielleicht. Die jetzt schon... Oh, fuck. Oh, mega Abfuck. Scheiße. Ja! Ja, geht doch einfach... Ja, ich gehe kaputt! Das ist die beste Alternative zu geht doch einfach kaputt. Fickt euch alle. Fickt euch einfach alle! Leckt mich. Sollte mich wohl einer treffen? Ja, der ist verschwunden. So ein Pech aber auch, hä? Alter, mir tut jetzt schon wieder die Kehle weh, einfach weil ich so... Ja. Weil ich so viele Worte gesagt habe, die nicht gut sind für mein Seelenheil. Entschuldigung, ich muss mal kurz was trinken. Mir kratzt der Hals, das ist nicht mehr feierlich. So. Na, sauber. Na, bitte. Und dafür, dass ich keine Ahnung habe, was jetzt anders war als bei den anderen beiden Runs, habe ich doch ganz gut mit Wasted Scheiße. Mit Wasted Scheiße gespielt, ja?
So, Bomben nach Möglichkeit sparen. Sparen für den nächsten Level, das ist meistens ganz sinnvoll. So. Gott, ey, 3 Leben oder 4 von mir aus. Ja, 5. Ja, super. Damit kommst du auch nicht weit. Scheiße, ey. Ziel ist es erstmal im 5. Level zu. Ja, im 5. Level zu. Im 4. Level wäre mal ganz geil schon. Zack. Zack, 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 zack. Zack. Alle weg, alle weg. Sobald die Stäge in meine Rehe kommen. Jawohl, jawohl, jawohl. Her damit und weg mit denen. So, hier irgendwie ausweichen. Du hast Leben, du hast ein Leben, du hast ein Leben. Gib mir mein Leben. Nein! Geh verrecken! Und gib mir das zurück. So. Oh Gott, ey. Vor allem, du hast null Chance. Nein, 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 ihr macht das jetzt nicht. Leckt mich, verp... Gott, oh Gott, oh Gott. Ich habe ihn sogar noch erwischt. Ich bin bisher nicht mehr gestorben und habe sogar noch ein Leben mehr als vorher. Was für ein schlechter Scherz. Alter, um Gottes Willen. Hauptsache erstmal irgendwie überlebt. Und bestenfalls so viel. Nicht abstürzen, nicht abstürzen. Um Gottes Willen. Nein! Wieso? Was? Nein! Nein! Scheiße. Das war nicht das, was ich machen wollte. Aber das war ganz lustig. Geh verrecken. Na, im Endeffekt genauso viel Leben wie vorher. Das ist doch sogar schon akzeptabel. Und Level 4 geschafft, erstes Ziel erreicht. Yay. Alter, um Gottes Willen ist das schwer. So, jetzt sind wir sogar im 4. Level. Jetzt kann ich weitererzählen. Also, wo war ich beim PC? Dessen Teile vielleicht Montag ankommen, vielleicht auch schon Samstag. Entschuldigung, was war denn das jetzt? Jetzt ist es aber allgemein so, jetzt ist eigentlich egal, wann die Teile ankommen. Denn ich bin bald ein Student, also ich habe so ein duales Studiensystem, das sogenannte Verbundstudium. Man macht eine ganz normale Ausbildung und nach einem Jahr ganz normale Ausbildung setzt zusätzliches Studium ein. Und dann wechseln sich Ausbildung und Studium ab. Bei mir geht dieses Jahr jetzt rum, Ausbildung, also das Jahr Ausbildung geht jetzt rum. Und jetzt ist ab Oktober ist eine Studienphase. Das bedeutet, dass ich ab da studiere und pro Woche im Schnitt 4 Stunden im Betrieb sein muss. Wenn die Woche kürzer geht, zum Beispiel wegen Feiertagen oder so, dann muss ich sogar insgesamt nur weniger im Betrieb sein. Aber das Hauptaugenmerk ist in dieser Zeit halt am Studieren und in den Semesterferien, da... muss ich aber noch voll arbeiten, habe im Endeffekt normale Ausbildung. So. Dieses hübsche System verbietet es mir, an Studientagen Urlaub zu nehmen. Und das ist blöd. Ich habe nämlich vorgestern am 9.9.2014, genau,
habe ich eine E-Mail bekommen von der, die dafür zuständig ist, wo man alle Tage sehen kann, an denen man so ganz normal studiert. Und tatsächlich ist es so, dass ich 2 Tage Urlaub stornieren musste, weil der 22. und 23. Dezember reine Studientage sind. Und ich hatte da eigentlich Urlaub genommen am Anfang dieses Jahres, wo ich das noch nicht wusste. Und zusätzlich muss ich jetzt die 4 weiteren Tage, die mir übrig sind, noch bis Ende September nehmen. Und da der PC kommt, habe ich gesagt, okay, weißt du was, hier nimmst du Urlaub, und zwar genau nächste Woche. Das erfährt mein Ausbilder morgen, am Freitag, vor der Woche Urlaub. Ja, ist halt leider einfach so. Ich habe es vorher nicht gewusst, ne? Und dementsprechend bin ich daheim, wenn der PC kommt, und kann ihn dann auch gleich zusammenbauen, ein bisschen antesten, so, alles schön machen, bevor ich ihn dann Sonntagabend, das ist Sonntag, der 21. glaube ich, bevor ich ihn an diesem Tag dann runter nach Nürnberg hole und dann aufbaue und mein Zimmer umstelle und was weiß ich, da werde ich so viel hier unten machen, da komme ich wieder ewig nicht ins Bett, da schlafe ich dann, oder verpenne ich dann total und alles, oh weia, das wird so lustig. Ja, weiter geht's. Nein, ich muss noch was trinken, mein Hals wird schon wieder kratzig, ich rede zu viel. Aber ist es euch aufgefallen? An dem Endgegner? Hier, ihr wisst schon. Diesem Endgegner-Fuzzi da. Boah, ey. Oh nein! Was ist denn das für eine Hitbox? Ich versteh's immer noch nicht. Ja, macht ja keinen Unterschied mehr. Ich habe ja eh eine Bombe. Fuck, ey. So ein Scheiß. Ist es euch aufgefallen, jetzt auch an den Gegnern? Das sind genau dieselben Schüsse. Oh, das ist mehr. Die, der Gegner vorher auch hatte. Und wieso ist das so? Ich muss nach oben. Scheiße. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, wobei, es geht sogar, wenn man hier unten bleibt. Das ist ja cool. Okay. Das waren... Jawohl. Jawohl, gleich nochmal ein Leben. Ja, scheiß auf die Bomben. Jetzt muss ich sie mir eh nicht mehr aufsparen. Jetzt kann ich sie auch raushauen. Die setzen genau dieselben Waffen ein, die unsere Freunde davor eingesetzt haben. Ja. Achtung. Lol, ich habe ihn sogar kaputt gemacht. Oh Gott, scheiße, ich habe das Kreuz. Oh Gott, ey. Wow, fick dich. Oh, scheiße. Leckt mich alle. Okay, ja, hier auf die grüne DNA kann ich auch gerade mal verzichten, weil ich, ja, bringt mir nichts mehr. Ich habe irgendwelche Power-Ups, die ich nicht bestellt habe. Und ich bin dem eigentlich ausgewichen, aber das ist wohl scheinbar unwichtiger Kleinkram. Das war so unglaublich ultimativ dumm. Mein Gott, ein Leben! Ein Leben weniger. Alter, ich kann damit überhaupt nichts anfangen mit dieser Bombe. Gar nichts! Die Kettenbombe wäre hier... Ah, die Kettenbombe hätte ich nicht. Auch die normale Kreisbombe wäre hier einfach so viel geiler. Ich lasse mich total ins Boxhorn jagen. Oh Gott, ey, wenigstens ist das jetzt vorbei. Oh nein, die Roten kommen ja hier nochmal. Ja, ein Leben weniger. Das hat man eigentlich kommen sehen. Hehehe, zumindest die habe ich mir geholt. Ah ja, die habe ich ja auch noch. Die hätte ich mir merken sollen. Wow, es hat sogar gereicht. Oh Gott, die schießen hier von der Seite. Oh fuck.
Ja, wenigstens ein Extend. Das ist meistens ganz cool, wenn man das kriegt. Jawohl, okay. Ja, ich muss hier jetzt auf Counter gehen. Ich muss hier jetzt voll auf Counter gehen. Ich habe keine andere Wahl. Ich muss auf Counter gehen. Geh verreckt, du Wichst. Na super, ey. Es bleibt halt einfach nichts anderes übrig. Ach du Fuck, ey. Komm, kannst du nicht einfach kaputt gehen oder so? Oh Gott, ey. Nein, immerhin im Endlevel und sogar mit einer akzeptablen Anzahl an Leben. Also Creator ist ja machbar, wenn man dir den Power-Ups Glück hat und nicht durch Zufall irgendwas zugelost kriegt, was du gar nicht haben willst. Okay, nächste Power. Das muss ich jetzt gucken, wie ich mich wieder nicht bewegen darf. Keine Ahnung. Ich hab echt null Ahnung. Ich weiß nicht, wieso ich das jetzt bekommen habe. Ich wollte das nicht haben. Scheiße, ey. Na, egal. Wir haben es immerhin weit geschafft und das ist super. Das ist, da bin ich stolz drauf. Okay. Oh, beweg dich, Schiff. Ich glaube manchmal wirklich, dass das mit dem Gameplay einfacher zu spielen ist. Glaube ich ernsthaft. Jawohl, wieder ein Leben.